Hallo liebe Leute, hier ist Robin D. und heute wieder mit einem Video über öffentlichen Verkehr in Wien und zwar die Vorschläge für das Busnetz in der Donaustadt. Das ist jetzt der dritte Versuch, dieses Video aufzunehmen. Beim ersten Versuch habe ich ein paar Linien vergessen. Nach dem zweiten Versuch habe ich den Vorschlag noch mit wem diskutiert, der mir sagte, es wäre doch besser, wenn man das genau umgekehrt macht bei zwei Linien. Und ja, jetzt mache ich das zum dritten Mal. Mal schauen, ob das jetzt die Endfassung des Videos wird. Also ich beginne gleich mal mit den Linien, die ich beim letzten Mal vergessen habe, nämlich einer Änderung des 95a. Nun, das ist eine recht lange Linie und hat eigentlich dafür, dass er quasi nur einen Sinn hat, eine ziemlich lange Strecke. Derzeit geht der 95a ja hier von Aspern Nord über die Siedlung bei der Meyerrieder Gasse, Schukowitzgasse da, runter zur Quadenstraße, dann aber hier über die Berchgasse, Pirquetgasse, dann bis Hirschstetten Ort, hier dann zuerst zur Karlstraße und dann noch hier nach unten zum großen Biberhaufen hier unten. Und eigentlich der Sinn von fast allen Linien in der Donaustadt und jetzt auch im Raum Oberlaa auch, ist eigentlich als Zubringer zur U-Bahn bzw. S-Bahn zu dienen und mehr nicht. Das heißt, von einer Siedlung soll man zur nächstgelegenen U-Bahn bzw. S-Bahn-Station kommen und that's it. Mehr soll die Linie eigentlich gar nicht machen. Dafür, dass der Bus eigentlich nur das machen soll, ja, ist er ziemlich lang und fährt zu vielen U- und S-Bahn-Stationen, wäre mein Vorschlag, diesen Bus mal zu verkürzen. Also den würde ich nur zwischen Aspern Nord und Hirschstetten S-Bahn führen. Denn dann hat man vom oberen Hausfeld hier, von der Siedlung da beim Badeteich, sowie von der Siedlung, sowohl einen Weg zur U-Bahn, beziehungsweise auch bald S-Bahn, als auch hier zur anderen S-Bahn-Station, wenn man hier eher das näher hätte. Das heißt, der erfüllt dann hier seinen Zweck. Dann die Linie 87a würde ich eigentlich so, wie sie derzeit ist, lassen. Nur hier im Raum Hirschstetten in beide Richtungen über Hirschstetten Ort führen, damit man hier eben zum 95a umsteigen kann. Also das wäre dann zwar so, dass der 95a hier stehen bleibt und dieser Bus hier, aber dass man hier den Link hat, auch wäre vom Fahrplan her das auf diesen Bus hier abgestimmt und man kann dann hier eben umsteigen, wenn man doch von da unten wo kommt und da nach oben will und zufällig nicht mit der S-Bahn und nicht mit der U2 fährt, aus welchem Grund auch immer, dann sei das hier gegeben. Und dann die Linie 86a, die würde ich dann leicht abändern, indem man eben, also hier oben so fährt wie derzeit, dann eben über Hirschstetten Ort, aber hier unten bei der Erzherzog Karl Straße dann nicht nach Stadlau, sondern zum großen Biberhaufen. Und beim 87a, das habe ich gerade weggelassen, den würde ich zum Schilwasserweg verlängern. Das wäre der Vorschlag dafür. Das wäre mal mein erster Teil des Vorschlages und der zweite Teil ist jetzt etwas größer. Da haben wir dann zum Beispiel die Linie 22a. An der würde ich nicht allzu viel ändern. Im Raum Kagran sowie im Raum Aspernstraße würde ich sie genau gleich lassen. Nur hier dazwischen, zwischen Hirschstetten und Gotthelfgasse, da würde ich sie ein bisschen verändern. Da will ich sie nämlich in die eine Fahrtrichtung über Blumengärten, Hirschstetten, Fritz-Feigl-Weg, Conti-Weg führen und in die andere Richtung über Amongasse, Hirschstetten S-Bahn und Hirschstetten Ort. Man kommt dann so weiterhin sowohl von der Aspernstraße als auch von der anderen Richtung zur Schule und zu den Bauten hier ja mehr oder weniger halt über Hirschstetten S-Bahn. Aber warum ich diesen Bus so führen würde, ist, weil der 95B derzeit, und den würde ich eigentlich genauso lassen, wie er derzeit ist, ja, beim 95A, den würde ich dann, wenn hier mal die Straßenbahn durchfahren soll, nur auf der Quadenstraße führen, aber den 95B würde ich weiterhin über die Prinzgasse führen.
Und den würde ich somit genau so lassen, wie er ist. Also seinen Fahrplan etwas verbessern, aber ansonsten das genau gleich lassen. Und der kommt ja hier zu Hirstetten Ort und fährt dann Hirstetten S-Bahn, Amongasse, Contiweg so rum. Und deshalb würde ich den für diesen Kreis in dieser Richtung verwenden und den 22a eben in genau die andere Richtung. Dass man das hier so hat. Und wenn man dann eben von der Amongasse zum Fritz-Feigl-Weg will, hat man hier die Umsteigemöglichkeit in den 95a. Beziehungsweise hier dann nochmal bei Hirschstättenort die Umsteigemöglichkeit vom 22a in den 22a, wenn es denn gewünscht sein würde. Aber das wäre dann eben auch vom Fahrplan her aufeinander abgestimmt und somit kein großes Problem hier. Dann machen wir vielleicht den 94er. Sieht man hier, das schaut jetzt ein bisschen chaotisch aus. Ich werde aber diese Linie hier jetzt abschnittsweise erklären. Und alles, was derzeit hier nicht dazugehört, mal kurz wegklicken. Also die eigentliche Linie, die Stammstrecke des 94a bleibt so ziemlich gleich. Hier bei Kagran, da will ich ein paar Änderungen machen, aber über die rede ich dann noch in einem eigenen Video. Aber ansonsten bleibt das hier gleich mit der Schleifenfahrt so. Dann eben zur Steigenteichgasse und ganz normal wie derzeit auch bis nach Stadlau mit einer zusätzlichen Haltestelle hier auf Höhe der Gotramgasse. Dann in die andere Richtung würde ich aber schon ein bisschen was verändern, und zwar ab Stadlau über die Gotramgasse hier hinein zur Deinleingasse hier vorbei, dann hier ums Eck und dann wieder zurück auf die derzeitige Strecke hier durch die Polgarstraße und wieder zurück. Also die eigentliche Strecke des 94a würde ich hier nicht verändern. Was ich aber tun würde, wäre ihm zwei verschiedene Schulkurse zu geben. Einen in die eine Fahrtrichtung, den anderen in die andere Fahrtrichtung. Hier haben wir jetzt mal den Schulkurs, den ich ihm in Richtung Kagran geben würde. Das wäre dann folgendermaßen: Ab der Haltestelle Polgarstraße von hier unten kommend, würde er dann nicht über die Siebenbürger Straße fahren, sondern hier über die Donaustadtstraße. Die Magdeburgstraße, wo ich auch der Straßenbahn, die hier dann fahren könnte, eine Haltestelle geben würde. Die Häuslergasse, hier dann eben auf der Höhe vom Bezirksamt Donaustadt eine Haltestelle, Donaustadtstraße, Bernoullistraße. Und dann hier rauf zum Schulzentrum bei der Bernoullistraße, hier zur Natorpgasse, weil irgendwo hier ist ein Kindergarten auch noch. Und dann hier wieder rein auf die Stammstrecke und ab Kagraner Anger fährt er dann wieder die normale Route. Und man könnte sagen, dass eben Siebenbürgerstraße wird quasi durch Donaustadtstraße ersetzt und die Haltestelle Neukagran auf diesen Schulkursen quasi durch die Magdeburgstraße. Und dann hat man hier generell noch eine größere Coverage des Gebietes, als wenn er nur hier gerade vorbeifahren würde. Also das wären einzelne Schulkurse in der Früh und genauso in die andere Richtung. Die würde dann eben folgendermaßen verlaufen in die andere Richtung, in Richtung Stadlau. Ab Kagraner Anger über die Natorpgasse, Bernoullistraße, Donaustadtstraße, Bernoullistraße, dann in die Häuslergasse hier rein. Also eigentlich, das ist die Arminenstraße, also hier bei der Häuslergasse in die Arminenstraße rein. Hier dann die Haltestelle Arminenstraße einhalten. Und dann hier über die Erzherzog-Karls-Straße noch die Haltestelle Donaustadtstraße und dann wieder auf die Stammstrecke ab Polgarstraße, wieder normal bis nach Stadlau. Das wäre soweit mein Vorschlag dann für den 94er. Dann kommen wir jetzt vielleicht zu einer Linie, die noch ein bisschen da dazugehört, nämlich den 91er. Das wäre ein Industriebus größtenteils, also kein Schulbus, sondern größtenteils für die Mitarbeiter der Industrie. Ich weiß nicht, wie ich den Fahrplan gestaltet habe, aber ich glaube, ich fahre so ab 6 Uhr in der Früh alle 30 Minuten mit dem, weil er nur eine Verstärkung für den 93a und den 92b sein soll. Der würde von Kagran eben also halt so halt kommen, diese Schleifenfahrt fahren.
Dann hier über die Donaustadtstraße in die eine Richtung, dann aber auch hier bei der Häuslergasse, also bei der Arminenstraße, Häuslergasse rein. Die auch dieselbe Haltestelle Arminenstraße wie der 94a bei Schulkursen einhalten. Dann hier runter die Haltestelle Steinbrechergasse halten wir ein. Die Haltestelle Benatzkigasse halten wir ein. Die Lange Allee halten wir auch ein. Die Haltestellen Siedlung Einigkeit und Siedlung Sonnheim halten wir nicht ein. Wobei ich die eh gegen eine andere Haltestelle ersetzen würde, die ihr gleich noch beim 93a sehen werdet. Aber dann die Eisstoßgasse und den Fischergrund halten wir wieder ein. Dann die Donaustadtbrücke. Dann aber erst wieder die Raffineriestraße Ostbahnbrücke. Dampfkraftwerk. Eine Haltestelle hier. Wenn die Wien Energie es erlauben würde, dann würde ich mit diesem Bus bis vor das Kraftwerk fahren. Und das wäre dann die Haltestelle Prima-Wesi-Gasse. Wenn sie es nicht erlaubt, wie es derzeit der Fall ist, dann fährt das hier halt hier nur rein zu diesem Ding, was einer Busschleife ziemlich gleich kommt, zur Prima-Wesi-Gasse und dann hier wieder rauf. Raffineriestraße Biberhofenweg wird dann auch eingehalten. Der Frachtenbahnhof Lobau. Und dann die nächste Haltestelle ist erst wieder das Zentraltanklager, wo der Bus auch endet und denselben Weg wieder zurückfährt bis zur Arminenstraße. Hier hält er dann eine Haltestelle hier ein oder hier um die Ecke, das ist dann die Frage. Und dann fährt er hier so rauf über Donaustadtstraße, Magdeburgstraße, Häuslergasse, wieder zurück bis Kagran. Der würde nur ein. Einzelne Fahrten in der Früh und am Nachmittag fahren, eben für die Mitarbeiter von Ströck, Shire, Wien Energie, ÖBB, OMV, Shell und Lukoil. Das wäre also ein quasi Bus, der halt schon auch öffentlich von anderen Leuten hier verwendet werden kann, aber eigentlich ist er größtenteils dann für die Mitarbeiter dieser Firmen. Dann schauen wir uns den 92b und 92a an, weil an denen würde ich so ungefähr genau nichts verändern. Die einzige Veränderung beim 92a wäre eine zusätzliche Haltestelle Heustadelgasse Schule hier und die Haltestellen Aspener Heldenplatz und Beniowski Gasse zu einer zusammenzulegen. Name Beniowski Gasse. Und beim 92b, die einzige Änderung, die ich hier habe, ist, dass es keine Stichfahrten über Zentraltanklager gibt, weil die werden vom 91a übernommen. Alles andere bleibt gleich. Dann jetzt eben zum 93a und den würde ich hier schon in Kagran ein bisschen anders führen. Derzeit wird ja dieser Parkplatz hier zu einem Hotel, Ärztezentrum und ich weiß nicht was alles umgebaut. Das heißt, derzeit ist das hier weg und die Lanes hier werden komplett neu gebaut. Was ich dann in Kagran hier mit den Bussen vorhätte, das werde ich dann noch genauer sagen, aber derzeit wird das hier ja alles neu gebaut und deshalb fährt der 93a derzeit so. Und das würde ich beibehalten. Ich würde den 93a so ab Kagran diese Schleife fahren lassen, wo auch der 26a und der 25er reinfahren, dann hier eben auch rauf, dann hier zur Haltestelle Siebeckstraße, die ich ihm hier geben würde. Hier hat auch der Nachtbus eine Haltestelle mit demselben Namen. Also genau hier kann man die Haltestelle her tun. Hier soll er vielleicht kurz auf der Begleitstraße fahren und dann hier ist drüber. Dann Kagraner Brücke, so wie derzeit. Und hier dann fast alles so wie derzeit. Steinbrechergasse, Benatzkigasse, Lange Allee. Dann aber die Haltestelle Siedlung Einigkeit und Siedlung Sonnheim zusammenlegen zu einer Station namens Kleine Buchtstraße, die irgendwo hier auf der Höhe der Kleinen Buchtstraße sein soll, was auch den Schülern von der HTL, die in diesem Bereich mit dem Bus fahren und hier aussteigen, wegen dem Durchgang durchaus helfen kann. Also hier diese beiden Haltestellen ungefähr auf der Höhe zusammenzulegen. Dann aber die Eisstoßgasse weiterhin, wo sie ist, auch den Fischergrund hier und dann zur Donaustadtbrücke. Hier dann alles gleich bis zum Franz-Pleterske-Weg, aber dann beim Franz-Pleterske-Weg, das habe ich vorher schon beim 87a hergezeigt, der fährt ja auch diese Runde. Und da hätte ich das dann halt als 87a, die Runde Franz-Pleterske-Weg, Kanalstraße, Zielbauerplatz, Schillwasserweg,
Zielbauer Platz, Nussbaumweg, Franz-Pederske-Weg fährt und der 93a fährt diese Runde in genau die andere Richtung. Also Franz-Pederske-Weg, Nussbaumweg, Zielbauer Platz, Schilwasserweg, dann wieder Zielbauer Platz, dann Kanalstraße und jetzt kommt die Änderung eben schon ab hier. Fährt er dann vom Schilwasserweg wieder teilweise zurück, aber ab Kanalstraße dann Strandbad Stadlau, Wohnpark Lobau, Kiefernplatz, Hardeckgasse, Langobardenstraße, Konstanzigasse, Erzherzog-Karl-Straße und wendet bei der Erzherzog-Karl-Straße, fährt dann hier wieder runter und in die Gegenrichtung dann wieder über Kanalstraße Franz-Pederske-Weg zurück, wie er gekommen ist. Nun denkt ihr euch, okay, der wird also verkürzt, aber was ist jetzt mit dem Teil zum Nauffahrtweg und hier? Das ersetzt der 93b, was eine neue Linie wäre, die auch bei der Erzherzog-Karl-Straße wenden würde, wegen Anschluss zur S-Bahn sozusagen. Und der fährt dann hier genau gleich wie der 93a, mit dem einzigen Unterschied, dass er hier in beide Richtungen nur über die Kanalstraße fährt, beim Zielbauer Platz hier. Und dann eben hier ab Schilwasserweg über die Otto-Weber-Gasse, Rannweg, Husanweg, Nauffahrtbrücke, Großer Biberhaufen, Mühlwasser. Dann hier Brockhausengasse, an der Bien. Ich glaube, die habe ich ein bisschen zu weit vorne, aber die kommt genau daher, wo an der Bien ist. Dann Lobaugasse, Danzlergasse in der Au, Plattensteinergasse, Wulzendorfstraße würde ich dem Bus hier eine zusätzliche Haltestelle geben, dass er mit dem 92a zusammen hier schon vor Aspern-Sportplatz eine Umsteigemöglichkeit bietet. Dann Aspern-Sportplatz, Heustadelgasse Schule, eben hier so eine Haltestelle. Dann Beniowski-Gasse, Aspern-Oberdorfstraße, Aspernstraße, Oberdorfstraße. Und dann hier über Aspernstraße, Oberdorfstraße zur Aspernstraße. Und dann von der Aspernstraße zurück über die Löschnickgasse, um sich hier die, also hier an der Erzherzog-Karl-Straße die ganzen Ampeln zu sparen. Löschnickgasse, dann hier Aspernstraße, Oberdorfstraße, so wieder zurück, wie er gekommen ist. Und ab der Plattensteinergasse fahren wir jetzt aber in diese Richtung, nicht mehr dieses Eck, sondern fahren einfach gerade hier Mühlhäufelweg, Brockhausengasse dran vorbei. Das heißt hier in die eine Richtung, so in die andere Richtung dran vorbei und dann eben hier wieder rauf zur Erzherzog-Karl-Straße. Das wäre mein 93b-Vorschlag. Das waren soweit alle Busse, die mehr oder weniger in diesem Bereich von Hirschstetten und Kagran sind. Gehen wir jetzt also weiter und machen noch einen, der auch hier noch ein bisschen ist beim Hausfeld, aber nicht mehr allzu viel, nämlich den 85a. Der würde von der Hausfeldstraße, so wie er derzeit fährt, fahren. Hier gibt es keine Änderung in keine der Richtungen. Dann ab, also Kapellergasse, Breitenleerstraße, Spargelfeldstraße, rauf zum Rautenweg. Vom Rautenweg dann Fahrten weiter über Ginsterweg, Breitenlee-Schule, Breitenleerstraße, Schukowitzgasse, Agavenweg, Lange Neurisse heißt dieser Flur hier, Siedlung Ponyteich, bis Neuessling, weil wir haben ja in einem der folgenden Videos, habe ich euch ja den 23er gezeigt, der ja bis Breitenlee-Schule fahren soll und den 24a ersetzt, den haben wir hier. Und das Problem ist dann, zwischen Breitenlee-Schule und Neuessling hat man dann diese Querverbindung hier nicht mehr. Und die wird dann vom 85a übernommen, das heißt, der fährt dann hier bis Neuessling und eben hier in die andere Richtung dann so zurück, über Breitenlee-Ort, dann so zurück. Und halt, das werden die meisten Fahrten sein, aber einige Fahrten werden nicht so fahren. Und die, die nicht so fahren, fahren dann halt ab Breitenlee-Rautenweg so ganz normal zurück, über Am Rhein, die Ziegelhofstraße, die Pichelgasse und so weiter. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Sache, die es aber jetzt auch schon gibt, nämlich einen Schulkurs. Nun, derzeit fährt der Nachmittagsschulkurs ab Breitenlee-Schule, hier so wie der 24a, bis zur
bis zum Arniger Weg und dann über den Kalmusweg und so. Aber da ich eh schon mit den meisten Kursen über Breitenlee Schule fahre, lasse ich diesen Teil, wo er parallel zum 24a fährt, weg, also deckungsgleich, fahre die Schulkurse nur von Ziegelhofstraße über Spargelfeldstraße, Arniger Weg, Kalmusweg. Und dann halte ich auch bei der Kapellergasse und bei der Spargelfeldstraße wieder. Und dann fahre ich zur Pichelgasse und zurück, wie er gekommen ist, hier halt dieses Eck in die andere Richtung, zurück zur Hausfeldstraße. Das wäre der abgeendete 85a. Da muss ich jetzt noch da dazu sagen, diesen Teil zwischen Neu-Essling und Breitenlee wusste ich nicht genau, ob ich dem den 85a geben soll oder den 89a. Und ich hatte es erst dem 85a gegeben, dann habe ich es dem 89a gegeben und nach einer kleinen Diskussion wieder dem 85a. Mit welcher dieser beiden Buslinien ich das hier ersetze, war ziemlich in der Schwebe und jetzt habe ich mich doch für den 85a entschieden und es schaut meiner Meinung nach gar nicht so schlecht aus mit dem. Also das könnte durchaus funktionieren mit einem passenden Fahrplan, weil der kommt derzeit an einzelnen Stationen zu spät und an einzelnen Stationen zu früh, so wie er derzeit fährt, weil offenbar der Fahrplan nicht ganz stimmt. Somit besserer Fahrplan und dann wird das schon auf der gesamten Strecke passen müssen. So ungefähr. Dann kommen wir jetzt noch zum 97a. Den würde ich nämlich teilen in zwei Teile. Ein Teil soll eben fahren Aspernstraße, Löschniggasse, Goldringgasse, hier so wie er auch derzeit fährt, bis Hausfeldstraße. Und in die andere Richtung würde ich ihn auch über die Goldringgasse führen, das ist ab Reglergasse, fährt er dann auch Goldringgasse, aber dann hier runter Aspernstraße, Oberdorfstraße zur Aspernstraße. Und dann mit dem Rest dieser Linie machen wir einen 97B. Der fährt dann von Aspern Nord über Reseda Weg, Ostbahnbegleitstraße zur Hausfeldstraße, dann über Amheidjöchel, Zahngasse, Neubreitenlee, Pfalzgasse, Lackenjöchelgasse, Breitenlee Ort. Und dann von Breitenlee Ort, jetzt ändert sich was, weil dem 85a habe ich dieses Eck hier oben weggenommen, weil ich dachte, das ist dann doch ein bisschen viel. Somit ab Breitenlee Ort fährt der 97b dann Oleandergasse, Pelagonienweg, Fuchsienweg, Breitenlee-Rautenweg und dann über Ginsterweg bis Breitenlee Schule, wo er hier wendet. Und in den Abendstunden würde ich es so machen, dass ich ihn schon noch über dieses Eck hier führe, aber ab Breitenlee-Rautenweg würde ich dann wieder zurückfahren und hier rein nach Breitenlee Schule und dann hier zurück nach Breitenlee Ort. Ja, so viel dazu dann. Das ist der 97a-97b-Teilung. Kommen wir jetzt zu den Bussen rund um die Seestadt. Da zähle ich jetzt den 98a dann auch dazu, weil den verändere ich im Raum Essling. Somit der kommt dann. Aber gehen wir jetzt mal zu 88a bzw. 88b, was eigentlich nur, also die Linie 88a ist, zusammengesetzt mit der Linie 99b. Also 88a plus 99b gibt mir einen Rundkurs im Endeffekt und den nenne ich dann 88a in die eine Richtung und 88b in die andere Richtung, damit keine Verwirrung herrscht, weil der kommt dann durchaus bei ein paar Stationen vorbei, wo der Bus durchaus in beide Richtungen fahren könnte und deshalb gibt es dann hier die Unterscheidung zwischen A und B. Somit gehen wir hier jetzt von der Seestadt mit diesem Bus in die eine Richtung, das ist jetzt die A-Richtung, zur Christine-Tourillon-Straße, die ich nicht richtig aussprechen kann, hatte eh nur 5 Jahre Französisch. Dann würde ich hier noch eine zusätzliche Haltestelle Seestadtstraße machen. Dann hier zur Landstraße. Der war, genauso wie die Christine-Tourillon, war der auch ein Franzose. Das heißt, man spricht seinen Nachnamen Lan aus und nicht Lannes. Es ist nicht wie Johannes, sondern wie Van oder Ren oder Nantes. Also stummes ES. Stummes ES, das ist der Herr Lann. Danke. Dann hier zur Kirchenallee, Essling Schule. Und von Essling Schule fahren wir dann Schafflerhofstraße. Hier würde ich eine zusätzliche Haltestelle zur Kortegasse machen.
Diese Haltestelle heißt auch derzeit Seefeldergasse, die würde ich in Schafflerhofstraße umbenennen. Dann Kortegasse, Essling-Friedhof, dann Gernotgasse, Dörmanngasse, Niklas-Esland-Straße, dann fahren wir mit dem Ziffererergasse, Wolfgang-Mühlwanger-Straße, dann diese Stichfahrt, Teileckergasse-Hänischgasse, fällt weg. Dafür fahren wir dann Teileckergasse-Wehrbrückelstraße, Wehrbrückelstraße, Wolfgang-Mühlwanger-Straße und so immer. Also das ist dann keine Stichfahrt mehr, sondern so fährt er immer. Und von der Wolfgang-Mühlwanger-Straße dann hier, so wie derzeit auch, Lehenstraße, Seiseneckergasse nach Aspern Nord. Und von Aspern Nord dann die Sonnenallee runter hier zur Bernhardinerallee, zur Sonnenallee Ilse-Arlt-Straße, wo er sich dann mit dem 25er kreuzen soll. Hannah-Arendt-Platz, Maria-Trapp-Platz. Und Seestadt. Und in die andere Richtung geht es folgendermaßen: Seestadt, Maria-Trapp-Platz, Hanna-Arendt-Platz, Sonnenallee, Ilse-Arlt-Straße, Bernhardiner-Allee, Aspern Nord. Dann von Aspern Nord wieder Seiseneggergasse, Lehenstraße. Dann aber, weil das ist derzeit auch so beim 99b, Memlingengasse, Himmelteich, Wehrbrückelstraße, Niklas-Esland-Straße. Und dann zurück, also halt dann weiter Dörmanngasse. Gernotgasse, aber dann wiederum in die andere Richtung übernehmen wir jetzt einen Ast vom 98a. Dann fahren wir hier über Wehrbrückelstraße, Gernotgasse, Rosenbergstraße und Simonsgasse wieder bis Essling Schule und dann hier Kirchenallee, Landstraße, Seestadtstraße, Christine-Thorion-Straße, Seestadt. Das ist dann der 88b. Und jetzt kann man sich fragen, ja, hier fahren wir ja so in die Richtung und so in die Richtung. Welcher Bus übernimmt genau die andere Richtung? Der 89a. Den hier führen wir jetzt von Essling Schule in die eine Richtung. Schafflerhofstraße, Kortigasse, Essling Friedhof. Dann übernehmen wir den anderen Teil vom 98a. Wir fahren dann von Essling Friedhof, Adam-Betz-Gasse, Lieglerstraße, Deindorfstraße, Essling-Schipani-Siedlung, Schöppelgasse, Gernotgasse, Dörmanngasse, Niklas-Esland-Straße, dann hier über Wehrbrückelstraße, Himmelteich, Memlingasse, Lehenstraße, Seiseneggergasse bis Aspern Nord. Und von Aspern Nord fahren wir dann wieder zurück Seiseneggergasse, aber dann hier rauf Heringasse, Röbelingasse, beim Aspargusweg eine Haltestelle, Daphneweg, Huflattichweg, Neu-Essling, Thujagasse, Speierlingasse, Essling-Invalidensiedlung, dann zurück von Essling-Invalidensiedlung, Speierlingasse, Thujagasse, Neu-Essling, Algenweg, Huflattichweg, Daphneweg, Asparagusweg, Röbelingasse, Heringasse, Seiseneckergasse, Aspern Nord und dann wieder Seiseneckergasse, Lehenstraße und jetzt genau den Gegenkurs hier zum 88a, dann hier eben zur Wehrbrückelstraße, Wolfgang-Mühlwanger-Straße, Teileckergasse, Wehrbrückelstraße, Teileckergasse und Wolfgang-Mühlwanger-Straße, Ziffererergasse, Niklas-Esland-Straße, dann Dörmanngasse, Gernotgasse, aber der fährt dann nicht über dieses Eck, über die Wehrbrückelstraße, sondern Essling-Friedhof, Simonsgasse, Essling-Schule und dann haben wir hier diese Runde beendet. Also das ist dann 88a, 88b, 89a. Was halt hier dann die Anbindung an die U-Bahn gegebenenfalls schneller macht, weil auch ab hier dann schneller zur U-Bahn gefahren wird und hier mit diesem Eck auch. Das heißt, hier ist die Anbindung an die U2 dann weitaus schneller als derzeit mit dem zum Beispiel 98a, mit dem man ja eigentlich kaum zur U-Bahn kommt, wenn man hier einsteigt. Somit ja, das ist dann dieses Netz hier. Und dann kommen wir hier zum 99a. Das ist jetzt der frühere, also der derzeitige 88b, den ich aber teilweise mit dem 98a vertauscht habe. Das heißt, man hat hier jetzt Teile vom 88b und Teile vom 98a drinnen. Also dieser neue 99a fährt dann von der Seestadt, also hier dann bei der Christine-Thorion-Straße, Seestadtstraße und Landstraße, dann über Kirchenallee, Viktor-Wittner-Gasse,
Duchegasse, dann hier eine neue Haltestelle namens Großmannstraße, Wietestraße, Raphael-Donner-Allee, Mühlhäufel, Auenheimer Gasse, Kaposi-Gasse, Essling-Wegmeier-Siedlung und dann zurück Bamberger Gasse, Duchegasse, Viktor-Wittner-Gasse, Kahler-Gasse, Landstraße, Seestadtstraße, Christin-Thorion-Straße, Seestadt. Das ist dann ein Rundkurs, der von der Seestadt immer im 20-Minuten-Takt, habe ich eben, glaube ich, jetzt auf dem Fahrplanvorschlag gegeben, hier keine Stehzeit, sondern einfach dann wieder rauf zur Seestadt. Einfach nur immer diese Runde fährt. Zu jeder Zeit, an jedem Tag, von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss, was so ungefähr zwischen 4:30 Uhr und 1 Uhr ist. Und dann halt noch, was bleibt also, wenn man das hier macht, vom 98a noch über? Ja, natürlich die Schulfahrten bis hier Stetten würde ich genau gleich lassen, wie sie derzeit sind. Bei der Aspernstraße würde ich eigentlich von seiner Fahrtroute genau nichts verändern. Hier fährt er dann komplett gleich. Was ich nur machen würde, ist, dass ich die Haltestelle, die derzeit Leidelweg heißt, würde ich auch in Hahngasse umbenennen, weil Mühlau heißt auf beiden Seiten gleich, Auschwitzgasse heißt auf beiden Seiten gleich und nur diese Haltestelle heißt nicht auf beiden Seiten gleich, das heißt, der würde ich einfach den Namen ändern. Dann aber hier ab Bamberger Gasse bzw. Ulzmanngasse fahren wir anders. Ab der Ulzmanngasse fahre ich dann hier Raphael-Donner-Allee, Wietestraße, Mühlhäufelgasse, Rosalia-Klade-Gasse, Schafflerhofstraße, Korti-Gasse, Essling-Friedhof, Simonsgasse, Essling-Schule, Endstelle und dann ab Essling-Schule, Schlachthammerstraße, Wietestraße, Großmannstraße und dann hier wieder zur Ulzmanngasse und dann so zurück, wie er auch derzeit zurückfährt. Ja, das wären dann also hier diese Vorschläge für die Donaustadt, aber eine Linie habe ich euch jetzt noch vorenthalten, weil die gehört zwar zur Donaustadt, aber hat mit dem gesamten Bereich zwischen Kagran und Seestadt und Essling kaum was zu tun. Das ist nämlich der 25a. Ihr seht, ich habe den gerade angeklickt, aber auf diesem Bereich, da sieht man ihn gar nicht. Er ist nämlich hier oben. Der 25a. Ja, also dem würde ich seine Fahrten nach Kagran lassen, also seine Stichfahrten über Anton-Sattler-Gasse und Doningasse, die lasse ich ihm. Das sind zwei, drei Fahrten. Nein, das ist, glaube ich, nur eine Fahrt in der Früh. Die würde ich aber, glaube ich, zu so zwei, drei Fahrten in der Früh machen. Und dann schaut das hier jetzt ein bisschen sehr chaotisch und sehr lang aus. Ihr sagt, naja, wenn er von hier bis hier bis hier fährt, wie fährt er da? Das sind mehrere Stichfahrten, die er dann hat. Und ich werde die jetzt einzeln mal ausblenden und die einzelnen Routen durchgehen und zeige euch vorerst mal nur die Hauptroute. Die Hauptroute geht vom Rennbahnweg über die Martin-Gaunersdorfer Straße, Markulangasse, Wagramer Straße, Markulangasse, Puchgasse, Tillmanngasse, Voithgasse, dann hierauf zur Perkowstraße, über die Niedermoser Straße bis zur Lichtblaustraße hier durchs Industriegebiet. Wobei ich hier mir überlege, ob ich nicht hier an der Ecke von der Dassanowski-Gasse eine Haltestelle her tue. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Eventuell kommt hier noch eine zusätzliche Haltestelle hin, namens Dassanowski-Gasse, nein, Dassanowski-Weg sogar nur. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil das gibt es derzeit auch nicht. Dann hier Perkowstraße, Wagramerstraße, rauf zur Wagramerstraße Ostbahn, Campingplatzweg, dann eine zusätzliche Haltestelle beim Badeteich Süßenbrunn, dann hier rauf zur Bettelheimstraße und hier zum Süßenbrunner Platz. Dann gibt es die Stichfahrt, die man hier schon sieht, über Weingartenallee und Sportpark Süßenbrunn. Also hierauf Weingartenallee, Sportpark Süßenbrunn und dann wieder zurück zur Bettelheimstraße. Und hier ist ein Hotel und hier ist ein Golfresort, richtig? Wann glaubt ihr, fährt der Bus dort nach oben? Wenn ihr jetzt gesagt habt, naja, fast immer, weil das ist ein Hotel und ein Golfresort, und das Hotel hat 24 Stunden am Stück offen. Dann liegt ihr völlig falsch. Derzeit fährt ein Kurs in der Früh zur Schulzeit, Montag bis Freitag, zum Sportpark. Und das ist es, so ungefähr. Dass hier ein 24 Stunden
offenes Hotel ist den Wiener Linien derzeit sowas von Wurscht, das glaubt man gar nicht. Ignoranz in ihrer Wiener Reinform, wie man sagen könnte. Aber das würde ich eben ändern. Diese Stichfahrt würde ziemlich oft in Richtung Schießenbrunn zumindest nein, in Richtung Rennbahnweg be befahren werden. Was heißt, dass man auch von diesem Hotel hier zurück zur U-Bahn kommt und nicht nur Montag bis Freitag um 7:19 Uhr, wenn Schule, weil das ist saublöd. Weil wer fährt mit einem Schulkurs golfen? Wollte ich jetzt mal gefragt haben. Also eben hier könnte man durch diese Fahrbesserung auch die Leute zum Hotel bringen, dass sie sich keinen Leihwagen nehmen, sondern so zum Hotel fahren, wenn sie denn dorthin wollen. Dann eine zweite Stichfahrt geht bis nach Süßenbrunn. Das müsste dann die hier sein. Die geht ab der Bettelheimstraße. Das geht in beide Fahrtrichtungen, sowohl Richtung Süßenbrunner Platz als auch Richtung Rennbahnweg. Geht die über die Stallangasse bis nach Süßenbrunn. Auch keine Rocket Science hier. Dann die Rückfahrt geht dann eben wieder so wie auch derzeit. Mit dem einzigen Unterschied, naja, also eigentlich keinem Unterschied, genau gleich wie derzeit. Dann eben die anderen Stichfahrten in eben die andere Richtung. Von Rennbahnweg gibt es dann einzelne Schulfahrten über Anton-Sattler-Gasse, Donin-Gasse und Kaganer-Platz, die dann auch wieder zurück zum Rennbahnweg fahren. Und ich glaube, im Fahrplanvorschlag führe ich die dann zur Lichtblaustraße kurz, weil ich die dann auch wieder einziehen ziehe, glaube ich, kurz nachher. Also da haben wir dann zum Rennbahnweg. Und na, zum Kaganerplatz und dann eine weitere Stichfahrt nach Breitenlee. Jetzt denkt ihr euch, naja, das ist ein bisschen weit weg. Gar nicht mal, gar nicht mal. Bin ich vorgestern zu Fuß gegangen, ist durchaus auch ergehbar. Von der Voigtgasse, beziehungsweise von der Perkowstraße, das geht wieder in beide Fahrtrichtungen, fährt der Bus dann hier über den Rautenweg, über eine Haltestelle Rautenweg, Perkowstraße, Hermann-Gebauer-Straße, Rautenweg. Süßenbrunner Straße, Rautenweg bis Breitenlee, Rautenweg und dann weiter hier Ginsterweg, Breitenlee Schule und in die andere Richtung über Breitenlee Ort, Breitenlee Rautenweg wieder zurück. Das heißt, diese Stichfahrt gibt es auch in beide Richtungen. Einzelne Kurse in der Früh werden dann wohl bei Breitenlee Schule einfach enden, aber generell geht das auch in beide Richtungen und man könnte dann theoretisch eine Fahrt haben, die von Kagraner Platz über Rennbahnweg über Breitenlee Schule, über Perkowstraße, Wagramer Straße und über Süßenbrunn bis zum Süßenbrunner Platz geht und die Rückfahrt dann über Sportpark. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Also, dass man hier alle Stichfahrten mit einer Fahrt fährt. Ich glaube, da habe ich im Fahrplanvorschlag auch eine, die das macht, aber das ist eher selten der Fall dann. Ne? Aber ja, dem 25a würde ich hier eben einfach mehr Stichfahrten geben, damit er hier auch mehr Schüler irgendwo hinbringen kann. Also dann sage ich jetzt danke fürs Zusehen und ich werde noch eine Episode machen, wo ich euch genau zeige, wo ich die jeweiligen Busse bei Umsteigeknoten halten lassen würde. Dieses Video kommt noch und ein Video, wo ich einfach die Routen einfach nur so abfahre mit diesem Feature von Google Earth. Das kommt auch noch. Aber dann. Danke fürs Zusehen und bye bye.